Da ist auch keiner mehr. Nur da oben. So, wir stimmen vor. Und da ist auch schon wer. Da sind noch mehr da drin. Oh, und die Tore schließen sich. Was nicht so schön ist, sag ich jetzt doch einfach mal. Nein, da will ich rein. Das U-Boot ist wohl unser einziger Weg hier raus. Hey, das sind unsere Leute drauf. Das U-Boot legt ab. Legt ab. Beeilt euch. Hier einsammeln. Wenn es was bringt. Schaffst du das? Ja. Nur bringt nichts. Okay, dann hier drauf, was wir auch machen sollten. Und wir können nach Hause. Los, los, Bewegung! Mach die scheiß Luke auf! Wir haben's geschafft. Wir haben's. Siehst du, Wyatt? Ich hab doch gesagt, wir schaffen's. Sieht wohl so aus, als ob Russland mal wieder die Welt erobern will. Ja, wir fangen an mit Cold War. Und Sammelobjekte 0 von 0. Anscheinend gibt es hier keine. Und Funkstationen auch nicht. Funkstationen, wenn wir da welche finden, müssen wir halt versuchen, kaputt zu machen. Sieht man ja da oben, da steht dann halt nicht 0 von 0, sondern 0 von 4. Dann heißt zum Beispiel so ein 4 ausschalten oder ja, was halt dahinter steht. Und bei Sammelobjekte, das sind dann unsere Waffen, die wir im Laufe des Spiels alle noch sammeln werden. Oder es können, wenn wir die Augen offen halten. Wir waren als Rückendeckung einer US-Spionageabwehroperation in russischem Territorium. Eine einfache Unterstützungsmission hieß es. Aber nichts ist wirklich einfach. Oder? Ist doch nicht zu glauben, dass du schon wieder durch ein Minenfeld fährst, Haggard. Ihr seid doch alle dämlich. Hey, die formieren sich da unten. Marlow! Treffen ist in 5. K-
Kein Problem. Wir sind da in drei. Ja, wir befinden sich in einem Minenfeld. GPS sendet keine Signale für unseren Mann da unten. Bist du sicher, dass er da ist, Sarge? Na, wenn er uns nicht mit alten Infos verarscht hat. Wie hoch stehen die Chancen? Das ist auch egal. Wir haben es fast geschafft. Bereithalten. Das war ja reinste Magie, Sarge. Hältst mir den Rücken frei. Du stirbst nicht auf meiner letzten Mission. Ja, Marlo. Unser Mann ist ganz allein, wenn wir uns nicht beeilen. Los jetzt. Wir müssen uns mit denen befassen. Früher oder später? Früher. Dann also früher. Los. So, jetzt können wir wieder laufen. Folge der Einheit. Mach ich. Ich folge den zwei da vorne. Da vorne, so. Und wir sollen immer zu den orangenen Punkten. So. Aber bevor ich weiterlaufe, werde ich mich noch hier umschauen, was die dabei haben. So, die haben das hier dabei. Unser Mann wird seinen Kontakt jetzt treffen. Ja. Kann ich nicht eins nehmen? Doch. Und wir müssen dorthin, wo die auch hinlaufen. Das hier ist unser Granatwerfer. Oh Scheiße, das ist unser Agent. Im Visier. Archangel, hier ist Bravo 2. Ich habe ein Fahrzeug und ein mögliches Schlüsselziel in Sicht. Verstanden, 2. Oh nein. Oh Scheiße. Du Beschissener. Archangel, erbitte Eliminierungserlaubnis. Sarge. Archangel, er ist mobil. Bravo, du Angel, nicht schießen! Nicht schießen! Ich hatte ihn. Warum haben wir den Bastard gehen lassen? Du hast erst jemanden, wenn ich dir sage. Und jetzt komm runter. Deine Zeit kommt noch. Archangel, Ziel ist weg. Fahrzeug noch vor Ort. Bravo, du Angel, die Stadt ist feindlich. Sichert das Fahrzeug. Habe verstanden, Archangel. Out. Also, wir sind der Typ neben dem Sarge. Also, der hier. Den wir jetzt sehen. Den spielen wir. Okay, dann löffeln wir die Suppe eben selbst aus. Müssten wir nicht, wenn wir geschossen hätten. Bewegt euch. Tja, wir haben aber geschossen. Okay, Bravo 2, ihr habt Feuererlaubnis. Kämpft euch bis zum Zielfahrzeug vor. Ihr werdet auch sehr schnell meine Lieblingswaffen hier feststellen. Ja, mit denen ich am liebsten eben spiele und die dann auch oft benutzen werde, also kann sein, es könnte einseitig werden. Angriff! Muss aber nicht so sein. Ja. Oh, bin jetzt schon verwundet. Sauber. Echt? Schaut nicht so aus. Die Tür mal einhauen. Und nach oben ins Haus. Haben wir eine bessere Sicht, die hier total für den Arsch ist. So, vielleicht können wir
das Haus hier besser sehen. Aus dem Haus.